moin! Wieder aus meiner Werkstatt. Ja, da ist er wieder nach langer Zeit, nach 6 Wochen. Ja, aber manchmal braucht man eine gewisse Auszeit, um gewisse Dinge verarbeiten zu können. Um was soll es in diesem Video gehen und warum drehe ich dieses Video? Einmal, weil mich in den letzten Wochen einige darauf angesprochen haben, ob ich dieses Video nochmal drehen könnte oder ein bisschen ausführlicher oder genauer. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da schon mal so genau ein Video drüber gemacht habe. Und zwar geht es darum, heute geht es um meine Formatkreissäge und der Gefahrenquellen. Also auch hinsichtlich wieder so ein bisschen Anschluss an die Berufsgenossenschaft, also das, was die Berufsgenossenschaft empfiehlt, wie man mit diesen Maschinen arbeiten sollte und was man daran machen und bedenken sollte. Darum soll es heute gehen. Ihr kennt ja meine kleine Altendorf, die mich schon seit Jahren begleitet und sie sicherlich genauso alt ist wie ich. Ich schätze mal, ihre 30, 35 Jahre wird sie auf dem Puckel haben, meine Altendorf. Und trotzdem zeigt mir auch das Alter dieser Säge mit einer vernünftigen Pflege, die mit zum richtigen Umgang der Maschine gehört, wie wichtig der ist. Ja, sicherlich musste ich auch in diesen Jahren, also jeder Beruf ist ja immer ein bisschen im Wechsel, und hier in unserem Beruf, der Tischlerhandwerk ist oder wie auch immer man es nennen möchte, unterliegt natürlich auch immer ein Wandel. Auch hinsichtlich BG-Vorschriften, warum ändern sich die denn dauernd? Das ist ganz einfach. Die BG nimmt ja jeden Unfall auf und beurteilt den für sich später. Und wenn die feststellen, dieser Unfall ist jetzt schon 3-4 Mal in dieser Form vorgekommen, das heißt, wir müssen zusehen, dass wir da eine Änderung veranlassen beim Herstellen der Maschine, oder man sagt, man muss ein weiteres Future haben, dass dieser Unfall nicht mehr passiert. Ja, das kann sein. Sämtliche Schiebestöcke, es kann Fritz und Franz sein, was vor Jahren dazugekommen ist. Und solche Dinge ergeben sich halt durch passierte Unfälle. Das ist nun mal so, und das ist auch wirklich ganz schlimm, dass erst was passieren muss, damit sich was ändert. Aber nur dann merkt man ja auch, so wie wir da arbeiten und wie wir das zulassen, funktioniert nicht, weil es halt öfter immer zum selben Mechanismus kommt und da ein Unfall passiert. Ja. Und darum ändert halt die BG immer jährlich, was heißt jährlich nicht, aber in gewissen Abständen kommt immer mal was Neues dazu. Es ändert sich mal was, dann heißt es auf einmal so und dann heißt es so. Und dieses Ganze muss man natürlich in unserem Handwerk lernen. Nun muss ich dazu sagen, habe ich ja auch erst, was heißt erst, ich habe 99 gelernt, das sind ganz andere Vorschriften als die heute wahrscheinlich bestehen und wie man heute arbeiten muss. Man kann sich aber auf dem Laufenden halten, und wenn man in einem Betrieb arbeitet, wo mehrere Leute beschäftigt sind, kommt die BG regelmäßig zur Kontrolle des Betriebes. Der BG fällt natürlich dann auf, hört zu, ihr habt eure Geräte noch nicht auf dem neuesten Stand, sorgt bitte dafür, dass ihr diesen Anschlag bekommt, dass ihr das macht, dass ihr dies bekommt, ihr müsst eure Maschinen umrichten. Und dann muss man das in einem gewissen Zeitraum halt machen und vorlegen der BG, dass man es gemacht hat. Ja, dem unterliegt natürlich nur der den Betrieb hat und Angestellte hat. So einer wie ich, der einen Betrieb hat, nebenbei aber alleine ist, der unterliegt nicht der BG. Das heißt, sie kommen nicht in meiner Werkstatt und kontrollieren meine Maschinen. Ich bin für mich selbst verantwortlich. Das Ganze wäre anders, wenn ich einen Angestellten hätte, für den ich mitverantwortlich bin. Und dann müsste ich dafür auch sorgen, dass meine Maschinen nach BG ordnungsgemäß geführt werden oder in einem ordnungsgemäßen Zustand sind. Zu jeder Maschine, die man in der Holzverarbeitung bekommt, gibt es diese großen BG-Plakate. Kennt ihr wahrscheinlich. Die sollten auch in jeder Werkstatt vorhanden sein und auch zu finden sein. Und diese BG-Plakate sollten auch in der Nähe von der betroffenen Maschine hängen. Bei der Kreissäge gibt es natürlich auch dieses Plakat, auch ich habe es hier hängen. Das habe ich aber auch schon immer, also wer mich von Anfang an verfolgt, weiß, dass ich diese Plakate hängen habe. Für die Kreissäge hängt es jetzt da, das gucken wir uns ja nochmal genau an. Für meine Tischfräse hängt es da drüber, also da. Da hängt es für die Hobelmaschine, hinten hängt es für die Bandsäge. Und auch für mich, der eigentlich schon sehr sicher mit den Maschinen umgeht, seit 99 muss man ja sagen, weil ich habe sie noch alle,
Also ich habe noch alle Finger. Ob ich hier oben noch alle habe, ist was anderes. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das zeigt natürlich zum Ersten, seit 99, also 21 Jahre arbeite ich in diesem Job. Zwar nicht regelmäßig und täglich, aber ich habe noch alle Finger. Also möchte ich das mal darauf reflektieren, weil ich mir diese Bilder aufhänge und gelegentlich zu jeder Zeit, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, nochmal drauf gucken kann. Auch ich muss das, ja. Es gibt auch viele Dinge, die man einfach nicht im Kopf haben kann, ja. Zum Beispiel bei der Tischfräse ist es zum Beispiel die Geschwindigkeitsangaben. In welchem Bereich muss ich mich bewegen, damit dieser Fräskopf mit diesem Durchmesser sicher auf meiner Fräse läuft? Da muss man öfter mal nachgucken. Gibt es Tabellen? Habe ich schon mal in einem Video gezeigt. Aber solche Dinge sind wichtig und die weiß man nicht. Die findet man zum Teil halt dann auf diesen Plakaten. Es gibt auch Plakate für handmaschinengeführte Maschinen. Handgeführte Maschinen, ja. Habe ich hier hängen. Zeige ich euch auch noch. Da. Da ist es. Da hängt natürlich jetzt die Handsäge. Davor ist auch eine handgeführte Säge. Ich meine meine Bügelsäge natürlich. So. Sowas. Ja, sollte auch in der großen Form, so wie wir es hier jetzt sehen, an jeder Maschine zu finden sein. Kann ich hier bei mir nicht aufhängen, weil dann habe ich die ganzen Wände voll tapeziert. Ich habe es mir in DIN A4 ausgedruckt und habe die halt dementsprechend überall verteilt. Hier nochmal speziell für den dicken Hobel. Habe ich es nochmal für den dicken Hobel und für die Abrichte. Da gibt es zwei einzelne Blätter für. Und dort kann man also einige neue Informationen nur anhand dieser kleinen Blätter sich schon rausholen. Und darum kann ich nur jedem ans Herz schließen oder empfehlen, wenn ihr mit solchen Maschinen arbeitet, ein Klick BG Holz auf die Seite. Ihr könnt auch oben bei Google eingeben, BG Holz und dann schon gleich Tischkreissäge oder Hobelmaschine und dann auf Bildern geht, dann findet ihr sofort diese dementsprechenden Formulare. Ja, und es ist einfach immer praktisch, auch mal drauf gucken zu können, wie war das auch noch. Und da reicht auch DIN A4 vollkommen, bloß in großen Betrieben muss es halt in der etwas größeren Variante sein. Hier ist jetzt die Variante sicheres Arbeiten mit Handmaschinen und das gibt es natürlich auch für alle anderen Maschinen, auch für die Bandsäge, das habe ich also dort hängen, könnt ihr da im Hintergrund sehen, hängt da im Kasten. Also es ist nicht gelogen, was ich sage, es hängt wirklich an jeder Maschine dieser Zettel und ich finde es einfach sehr sinnvoll, dass man da immer wieder nochmal drauf zurückgreifen kann. Ja, kommen wir zu meinem kleinen alten Schätzchen, zur Formatkreissäge. Da ist sie, hat natürlich eine gewisse Größe. Ich habe hier einen Schiebeschlitten von 2,20 Meter und das ist schon nicht wenig. Und kann in einer Tiefe schneiden, wenn ich wollte, und die Säge weiter in den Raum hole, bis zu 60 cm breiter am Anschlag. Das ist schon nicht wenig für diese Maschine. Sie ist ja auch schon gute 30 Jahre alt oder noch älter sogar. Ist das schon eine sehr gute Leistung. Und es ist einfach eine Spitzenmarke. Altendorf ist jedem bekannt. Und von daher bin ich auch sehr zufrieden mit dieser Maschine. Natürlich ist sie ins Alter gekommen. Ich musste einiges nachrichten. Diese Maschine gab es ohne Spanschutzhaube, so wie wir sie hier sehen. Die habe ich nachgerüstet, Selbstbau. Das ist also dementsprechend auch egal, aber es sollte zumindest eine da sein. Ursprünglich gehört zu dieser Säge ein Spaltkeil mit einer mit einem Holzschutz darüber. Den habe ich dann nach kurzer Zeit mal ausgetauscht. Zu einem anderen Schutz, hier oben hängt er, nämlich zu einem absaugbaren Schutz, auch hier über den Spaltkeil fixiert. Wie man sieht, habe ich da noch das Loch. Ich könnte zu jeder Zeit also diese Spanhaube wieder anbringen und sie auch wieder absaugen. Das ging bei der Originalgeschichte, wo bloß das Ganze aus Holz darüber ist, nur dass man halt nicht aufs Sägeblatt fassen kann, natürlich nicht. Ja, und so hat diese Maschine auch schon mehrere Generationen von Spanhauben hinter sich. Also einmal die einfache Variante Holz in Rot gestrichen, dann in diese Kunststoff zum Absaugen und jetzt zum Schluss, um der Norm ein bisschen besser zu entsprechen, halt eine Haube, die von oben geführt wird mit Absaugung, die man dann, und das ist halt der Unterschied dabei, eine Haube, eine Spanhaube soll so nah wie möglich an dem Werkstock anliegen. Hier musste ich jedes Mal also die Sägeblatttiefe runterfahren, damit die Haube aufliegt, weil sie nicht diesen Fallmechanismus hat wie die neuen. Ja,
Da habe ich mir überlegt, das ist auch alles Tinnef. Und dann habe ich mir halt diese Spanhaube gebaut, die ich jetzt separat immer an das Werkstück anpassen kann, ohne am Sägeblatt großartig drehen zu müssen. Ja? Gut, hängt hier trotzdem noch. Gewisse Situationen brauche ich sie halt. Bei den modernen Kreissägen findet man zwei verschiedene Spanhauben. Einmal diese dünne und man kann sie austauschen gegen eine breite, weil wenn man auf 45 Grad schneidet, also das Sägeblatt kippt, braucht man halt natürlich dementsprechend eine dickere Spanhaube. Da dieses Modell leider nicht schwenkbar ist, also ich habe hier ein starres Sägeblatt auf 90 Grad, kann ich also auch nichts auf 45 Grad stellen. Somit reicht bei mir diese kleine Staubhaube vollkommen aus, Spanhaube. Ja? Ja, was soll die bewirken, diese Haube? Natürlich hat die einen Grund, warum sie da ist. Wenn ich also schneide, soll sie, wenn möglich, viel Späne schon mal absaugen und mit in den Absauger befördern. Aber auch das Hochwerfen von Späne, dass mir das nicht in die Augen fliegt. Ja? Also wenn ich jetzt, wir haben ja hier den aufsteigenden Ast, den aufsteigenden Zahn. Und der würde mir also somit die Späne ins Gesicht pusten. Ja? Und das soll mit der Spanhaube natürlich auch verhindert werden. Darüber hinaus soll sie auch natürlich dafür sorgen, dass das Sägeblatt nicht frei ist und dass ich da halt auch nicht so schnell mit den Finger reinkomme. Ja? Dafür ist die Spanhaube natürlich auch da. Einmal Absaugen von Span und Schutz für die Finger. Das ist die Aufgabe der Spanhaube. Dafür ist sie halt da und sollte, wenn möglich, auch immer vorhanden sein. Auch diese abnehmbaren sieht man ganz gerne wieder, wer also so eine Spanabhaube hat. Die ist drauf, aber in den meisten Fällen fliegt die auch in Müll, weil die nur nervt, ja, weil keiner den Sinn dieser Haube verstanden hat. Nämlich als erstes, dass mir die Späne nicht ins Gesicht fliegt und ich Schutz vor dem Sägeblatt habe mit der Hand oder mit jeglicher anderer Form des Körpers da hineinkomme. Diese Spanhauben sind besonders wichtig, wenn es um Format, wenn es nicht um Formatkreissägen geht, also um die normale Standardkreissäge. Bei der normalen Standardkreissäge, ich zeige es euch mal kurz, das ist ja der Unterschied zu einer Formatkreissäge, stehe ich also direkt hinter der Säge. So, ja, der Schiebeschlitten gibt es nicht. In der Regel sind die Maschinen auch recht klein, so 60x60, und ich stehe direkt vor dem Sägeblatt. Da ist die Haube noch viel wichtiger als hier, wegen dem Hochwerfen der Späne einmal, weil ich direkt hinter dem Sägeblatt stehe. Und natürlich, was ich auch schon leider selbst erleben musste, dass sich jemand die Finger abgeschnitten hat, ist dann bewusstlos geworden. Und wo ist der hingefallen? Nicht nach hinten, sondern nach vorne drauf. Ja? Dann wisst ihr, wie dieser Patient, ja, was davon übrig geblieben ist, aussah. Auch dafür ist so eine Spanhaube da. Wenn man sich den Finger abschneidet, das sieht, wahrnimmt, kollabieren viele. Ja? Und dann, wenn man dann auf das Sägeblatt fallen würde. Guten Morgen. Ja? Also deswegen ist eine Formatkreissäge so konzipiert, oder der Unterschied zwischen Formatkreissäge und normaler Kreissäge ist halt hier der Schiebeschlitten. Ja? Der Schiebeschlitten macht eine Kreissäge zur Formatkreissäge und hat viele, viele Vorteile. Nämlich, wir stehen erstens nicht im Gefahrenbereich der Kreissäge. Wir stehen also nicht direkt hinter dem Sägeblatt, was wir hier ja nun gerade gezeigt haben, was ich euch gerade gezeigt habe. Nein, in diesem Fall stehen wir neben dem Sägeblatt. Also hier. Da, ja? So, wir stehen neben dem Sägeblatt. Und wenn jetzt was hochgeschleudert wird oder zurückgeschleudert wird, werden wir davon wahrscheinlich nichts abbekommen. Ja? Stehen wir aber wie bei einer Kreissäge genau dahinter und es würde jetzt dazu kommen, dass sich was verklemmt, dann würde ich es direkt in den Bauchraum bzw. vielleicht noch tiefer abbekommen und würde mich dort verletzen. Da gibt es ganz schöne Verletzungsmuster am Oberschenkel, wenn da so ein Stück Holz richtig reinschlägt, vielleicht auch in den Genitalbereich irgendwo reinschlägt. Das ist nicht lustig, Leute. Ja, also passt bitte auf, wenn ihr eine normale Kreissäge habt, wenn ihr dahinter steht, was ihr tut.
Bei einer Kreissäge ist der Gefahrenbereich immer hinter der Säge. Und nun überleg mal, wenn wir von einem Gefahrenbereich sprechen, hinter der Säge, da steht man zum größten Teil bei einer Kreissäge einfach mitten im Gefahrenbereich. Kommt es da zu Rückschlägen, bekomme ich sie direkt ab, egal auf welcher Höhe oder wie ihr eure Säge positioniert habt von der Höhe. Ihr steht immer im Gefahrenbereich und das ist die Gefahr bei einer Kreissäge. Bei der Formatkreissäge, und darum findet man sie natürlich auch nicht nur wegen dem Schiebeschlitten in der Werkstatt, sondern auch aus Sicherheitsaspekten, steht man neben der Gefahr auf gut Deutsch. Und man bekommt, also Rückschläge sind natürlich gefährlich, aber sie werden wohl an einem vorbeigehen. Ja? Sie werden nach hinten schleudern, weil ich auf der Seite stehe. Der Gefahrenbereich ist also hier in diesem Bereich, hier hinter haben wir also ein Gefahrenbereich, der so ein bisschen keilig zur Seite ausläuft, wo man sich einfach nicht aufhalten sollte. Auch bei der Formatkreissäge nicht, sollte sich ein Kollege, wenn geschnitten wird, im hinteren Bereich der Kreissäge aufhalten. Ja, das ist also der Vorteil einer Formatkreissäge. Das ist der Vorteil, wenn es nach hinten wegfliegt. Nachteil einer Formatkreissäge ist, müssen wir auch ganz klar sagen, und das muss man auch so sehen, ist, ich stehe seitlich, habe hier meine Haube, habe hier meinen Anschlag. Und wenn ich jetzt ein Stück Holz habe, ich werde es euch mal kurz zeigen, und das will ich hier durchschieben mit Schiebestock. Wenn sie es gehört, kann nichts passieren. Ich mache es aber mit Hand. Ihr seht schon, ich greife also so quer übers Sägeblatt. Ich müsste also so. Das, die Gefahr habe ich nicht, wenn ich hinter der Maschine stehe. Ja? Wenn ich also so stehe, habe ich meine Hände und kann die so vorbeischieben, gerade. Bloß bei der Formatkreissäge stehe ich seitlich und ihr seht schon, was mit meinem Arm passiert. Wenn ich also neben dem Sägeblatt stehe, kommt es hier rüber. Ja? Es kreuzt also den Weg des Sägeblattes. Darum ist hier immer wichtig, mit Schiebestock oder Schiebehilfen zu arbeiten. Ihr seht auch hier an meinem Schiebestock, das ist so dieses typische Beschädigungsmuster des Schiebestocks. Wie entsteht das natürlich? Indem ich von hier schiebe, ja, hier. Ich schneide also immer meinen Schiebestock so schräg rein, weil ich von der Seite komme. Also es hat Vor- und Nachteile einer Formatkreissäge bzw. Kreissäge. Ja, an der Kreissäge stehe ich direkt dahinter und kann meine Finger gerade an dem Sägeblatt vorbeischieben. Hier geht's nicht. Da stehe ich seitlich und habe also die Gefahr, ist größer, dass ich mir in den Arm schneide, als an einer Kreissäge. Unterschied Formatkreissäge und Kreissäge. Also ihr seht, man kann nicht sagen, das eine ist gut, das andere schlecht. Wir haben bloß halt bei der normalen Kreissäge die Gefahr, dass wir direkt im Gefahrenbereich stehen, was wir hier nicht haben. Auf der anderen Seite an der Kreissäge kann ich die Finger gerade Sägeblatt vorbeischieben, was bei der Formatkreissäge nicht geht, weil ich neben dem Sägeblatt stehe. Da laufe ich also Gefahr, dass ich mit meiner Hand den Weg oder der Sägeblatt kreuzt. Ja, und das kann natürlich böse enden. Gut, so viel dazu. Anschlag gehört zu jeder Kreissäge, wie auch zur Formatkreissäge, ist einfach ein Werkzeug, was vorhanden sein muss, um halt sicher an der Kreissäge arbeiten zu können. Was ist zu dem Anschlag zu sagen? Er soll auf jeden Fall natürlich eine gewisse Stabilität aufweisen und nicht beim Andrücken des Werkstückes hinten weggehen. Das hat aber was mit der Genauigkeit des Schneidens zu tun und weniger mit der Sicherheit. Wenn er hinten weggeht, ist das nicht so dramatisch. Wenn er jetzt nach hinten so laufen würde, also schmäler werden würde, dann schon eher. Dieser Anschlag sollte sicher geführt werden an einer vernünftigen Führungsleiste, wie auch immer man es nennen möchte, sodass er wirklich stabil und recht, also parallel zum Sägeblatt läuft. Man muss ihn super schnell verstellen können, sodass er wirklich stabil ist. Hier bei diesem Modell, was älter ist, ihr seht, ich kann hier ganz bisschen Bewegung kriege ich rein, aber nicht viel. Und das macht natürlich so ein bisschen den Qualitätsunterschied aus. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Dieser Anschlag sollte natürlich noch ein bisschen mehr können, als nur parallel da rumzuhängen. Er sollte also auch
nicht nur in diese Richtung verstellbar sein, nein, man sollte ihn auch von der Länge variieren können. Das heißt, ich kann hier meinen Anschlag variabel hin und her führen. Das ist die wichtigste Funktion an diesem Anschlag, wenn man parallel am Anschlag Hölzer schneiden will. Warum ist das so? Man soll dafür immer sorgen, dass hinten kein Anschlag mehr vorhanden ist, möchte ich sagen, oder kein Druck mehr ausgeübt werden kann durch den Anschlag auf das Werkstück. Darum gibt es die sogenannte 45-Grad-Linie. Die 45-Grad-Linie findet man auf jeder Kreissäge eigentlich sehr deutlich markiert. Ich zeige es euch mal auf bei meiner. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Da ist jetzt die 45-Grad-Linie eingezeichnet. Da könnt ihr sie sehen. Da verläuft sie. Das heißt, von der Spitze des Sägeblattes angefangen bis nach hinten durch ist hier ein Riss drauf eingezeichnet, der 45 Grad markiert. Also von dem Sägeblatt nach da sind 45 Grad. Ja? Dieser Riss gibt mir jetzt vor, bei welcher Breite vom Sägeblatt und Queranschlag, also Parallelanschlag, ich diesen Parallelanschlag jetzt rausschieben soll. Das heißt, möchte ich jetzt so schneiden, so breit wie jetzt der Anschlag eingestellt ist, muss ich ihn noch von der Länge etwas weiter nach hinten schieben, und zwar bis da. So, da sollte er sein. Ja, und seht ihr, hier die 45 Grad Marke läuft hier auf den Anschlag hinaus. Das ist dafür da, damit hier keine Spannung entstehen kann. Wir schneiden ja nur hier vorne, das verwechseln viele. Wir schneiden nur hier vorne. Der hier aufsteigende Zahn hier hinten soll ja nicht schneiden. Dafür ist ja hier auch der Spaltkeil da. Und damit das Stück Holz, was hier vorne geschnitten wird, hinten vielleicht Spannung erzeugt, auch die Spannung abgeben kann, so muss da der Anschlag enden. Ja, ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber wenn wir den Anschlag hinten zurückziehen, kann das Holz hinten, wenn wir geschnitten haben, wieder schön auseinandergehen. Also am Anschlag auch ein wenig auseinandergehen. Also kann die Spannung weg und wir kriegen keine Spannung aufs Sägeblatt. Ja? Ich hoffe, ihr habt das so verstanden. Darum soll der Anschlag, so näher er ist, auch weiter vom Sägeblatt weg. Um einfach hier hinten die Spannung, die hier entschneidet beim Schneiden, abfließen kann und an dem Anschlag vorbei kann. Ja? Wenn der Anschlag jetzt bis hinten durch ist, so, sieht man leider sehr oft. Und hier kommt wieder unser Stück Holz und es baut sich da Spannung auf. Die kann aber nicht weg, weil der Anschlag das Holz zurückdrückt. Ja? Und darum kann da die Spannung nicht weg. Darum soll der Anschlag zurück, damit die Spannung sozusagen wieder hinter dem Anschlag sich ja, ausbreiten kann, möchte ich es mal nennen. Was soll so ein Anschlag noch können? Ihr seht schon, hier ist auch schon ein paar Mal, aber dafür, dass sie 30 Jahre alt sind, sind hier bloß 1, 2, 3, 4, 5 Kreise drin oder so, ist das nicht oft. Aber was kann so ein Anschlag noch? Ihr seht es hier an seiner Form. Ja? Er kann hochkant geführt werden, so wie er jetzt auf der Kreissäge ist. Ja? Ich kann ihn aber auch drehen. Heißt, ich kann ihn abmontieren und kann ihn dann so geführt anliegen lassen und wieder feststellen und habe jetzt einen schmalen Anschlag, also zum Kreissägeblatt ist also nur noch eine kleine Kante hier. Auch das sollte jeder Anschlag können, wenn es sich um eine vernünftige Kreissäge handelt. Ja? Dieses ist wichtig, wenn man das Sägeblatt auf 45 Grad kippen kann, sonst würde man sich ja automatisch in den Anschlag schneiden. Ja? Da diese Säge das nicht kann, wundert es mich, dass es trotzdem diesen Anschlag hat. Aber gut, vielleicht hat man früher einen und denselben Anschlag hergestellt für Maschinen mit Kippfunktion und einmal für ohne. Dieses ist also wichtig, wenn ich eine Kreissäge habe und ich möchte auf 45 Grad schneiden, dass ich auch Schnitte machen kann, die ziemlich nah ans Sägeblatt gehen. Ja? Wenn ich jetzt so zum Beispiel 45 Grad schneiden möchte, würde ich mir ja sonst in den Anschlag schneiden. Dafür sollte man bei einer Säge, die kippbar ist,
auch den Anschlag drehen können. Dann wäre es optimal und daran erkennt man auch so ein bisschen wieder den Qualitätsunterschied an Maschinen. Was auch gerade ein bisschen deutlich geworden ist, ist also auch, dass die Funktion am Anschlag sehr leichtgängig sein muss. Es kann nicht sein, dass ich mit Gewalt hier rumbrechen muss, damit ich hier den Anschlag verstellen kann. Also es sollte schon alles sehr gut laufen, vernünftig gepflegt sein, vom Harz befreit sein, damit man wirklich auch diese Einstellung schnell vornehmen kann. Weil wenn man sich mal überlegt, wie oft wechselt man beim Schneiden jetzt die Breite, um das halt auch anpassen zu können, sollte man natürlich auch in der Lage sein, sehr schnell den Anschlag auf das gewünschte Maß einstellen zu können. Ja, das sollte natürlich auch sein, dass diese ganze, auch die Feinmechanik von diesem Anschlag, also die Feineinstellung, die dieser Anschlag auch schon besitzt, sollte natürlich alles sehr leichtgängig sein und nicht, dass ich da erst mit einer Zange dann rumbiegen muss, um da mein Maß einstellen zu können. Ja. Das soweit zum Anschlag. Also der Anschlag ist, wie ihr seht, schon nicht ganz unwichtig, auch hinsichtlich der Gefahrenpotenzials und der Einstellung der Anschläge. Diese kleinen Kreissägen, die man kaufen kann, die von Bosch und wie sie alle heißen, haben zwar einen festen Anschlag, der hinten auch arretiert wird, aber es gibt zusätzlich noch so einen kleinen Metallanschlag, den man ansetzen kann und dann auf diese 45 Grad einstellen kann. Dafür ist der vorhanden. Ja. Kommen wir jetzt zu einem auch sehr wichtigen Sicherheitsanteil an der Kreissäge. Format oder Kreissäge ist egal. Und zwar geht es hier um den Spaltkeil. Der Spaltkeil sollte immer vorhanden sein, wie an einer Kreissäge, einer Formatsäge bzw. auch Handkreissäge. Ja, alles, wo man ein Sägeblatt betreibt, sollte, wenn möglich, halt auch ein Spaltkeil vorhanden sein. Wir haben es gerade kurz besprochen mit dem Anschlag. Damit der Anschlag den Druck, der in die Richtung geht, abgeben kann, soll man ihn zurückziehen. Wenn aber jetzt das Holz rund arbeitet, also wir kriegen eine Spannung aufs Sägeblatt, dafür ist der Spaltkeil da, damit die Spannung nach dem Schneiden, die entsteht, vom Spaltkeil auseinandergedrückt wird und nicht das Sägeblatt im hinteren aufsteigenden Zahn erfasst wird und das Sägeblatt einklemmt, es zum Einklemmen kommt und das Stück Holz zurückfliegen würde, soll der Spaltkeil halt die Spannung, die nach innen geht, wieder ableiten und dafür sorgen, dass das Sägeblatt sauber weiter durchlaufen kann. Der Spaltkeil ist also auch sehr wichtig, hat natürlich auch gewisse Vorgaben, auch klar. Der Spaltkeil, ich zeige ihn mal kurz hier an meiner Säge, sollte natürlich dem Radius zum Sägeblatt passend sein. Also es gibt umso größere Sägeblätter, muss ich andere Spaltkeile benutzen. Hier, Beginn des Spaltkeiles bis zum Zahn, der Zwischenraum, darf nicht mehr als 8 mm betreffen. Ja? 8 mm ist dann Maximum. Dann soll der Spaltkeil natürlich auch ein gewisses Maß zurückstehen. Hier ist es jetzt ein bisschen mehr, aber auch hier gibt es Vorgaben, das soll um die 2 mm sein, wo der Spaltkeil tiefer ist wie das Sägeblatt. Sonst könnt ihr nämlich nicht schlitzen. Ja? Ist klar, weil wenn ihr was schlitzen wollt, würde euer Stück Holz sich jedes Mal am Spaltkeil aufhängen und ihr könntet nicht weiterschneiden. Ja? Also wenn ihr einen Schlitz macht, dann muss der Spaltkeil einfach tiefer sein und das soll bei 2 mm liegen. Ja? Umso dicker das Sägeblatt wird, umso dicker muss natürlich auch der Spaltkeil werden. Der Spaltkeil sollte zumindest genauso gleich sein wie das Sägeblatt, so dass es auch wirklich, wenn sich hier was klemmt, das Sägeblatt weiter laufen kann. Ja, ja, Spaltkeil. Da sitzt er, ist hier unten fest montiert mit der ganzen Mechanik zum Rauf- und Runterstellen, weil der Spaltkeil sich halt mit Auf- und Runterdrehen des Sägeblattes halt bewegen soll. Ja, gibt es verschiedene Mechanismen. Hier ist es halt ein Klemmbock. Er wird hier hinten ans Sägeblatt festgeklemmt. Also nicht ans Sägeblatt, aber an die Mechanik vom Rauf und Runter wird hier der Spaltkeil halt mitgeführt.
Hier nochmal die genaue Ansicht, wie das bei mir fixiert ist, weil einige auch fragten, die haben dieselbe Säge, aber bei denen fehlt halt dieser Abschnitt, um den Spaltkeil zu fixieren. Warum fehlt das Ganze wahrscheinlich? Weil viele den Spaltkeil halt nicht nutzen oder den für unnötig finden und denen wahrscheinlich auch noch nie was passiert ist, komischerweise. Ja, hier hinten läuft eine Schiene, da kann man sie sehen, die läuft bis zum Sägeblatt durch und ist hier mit angeschweißt, wo die Sägeblattwelle ist, und somit bewegt sich diese Metallschiene auch mit rauf und runter. Auf dieser Schiene ist jetzt dieser Klemmmechanismus montiert, der hier eine Klemmbacke hat und auf der anderen Seite und somit das Sägeblatt, den Spaltkeil auf Höhe des Sägeblattes hält und wird hier mit einer Madenschraube halt fixiert. Ja, so sieht es bei mir also aus und so sollte es eigentlich auch bei jedem anderen aussehen. Jetzt natürlich nicht genauso wie hier in meinem Bild, jede Maschine ist anders, aber man sollte hier zumindest einen Spaltkeil haben, der von der Rundung auch an das dementsprechende Sägeblatt passt und der dementsprechend ausgerichtet ist. So soll es aussehen. Wie soll in der Kreissäge noch, was soll da noch so aussehen, wie es aussieht? Hier haben wir also auch eine saubere Spanhöhle, möchte ich es mal nennen, bis nach unten hin. Hier fällt der Span runter, da unten ist die Absaugung, der Anschluss. Auch diese sollte natürlich immer frei sein und die ist auch nur frei, wenn die Absaugung halt dementsprechend funktioniert. Das Ganze muss man öffnen können, um halt einen Sägeblattwechsel vorzunehmen bei diesem Modell. Neuere Modelle hat man nicht mehr so eine große Mutter drauf, sondern andere Mechanismen, die das Sägeblatt führen und halten. Aber bei mir ist es halt noch so. Und bei mir ist halt auch der Spanraum, damit die Absaugung gut ist, halt noch mit einer weißen Kappe geschützt. Und das Sägeblatt natürlich auch, weil wie ihr seht, wenn man den Schiebetisch ganz zurückzieht, wäre jetzt hier sonst ein Riesenloch und das Sägeblatt würde also im Ganzen komplett frei sein. Und dafür ist also auch hier nochmal eine Spanhaube drüber, oder wie das Ding auch heißt, der einfach erstens den Absaugraum verringert, sodass die Absaugung besser saugen kann und man wieder ein bisschen Gefahrenquelle weniger hat. Ja? Da kommt es auch nochmal drauf an. Was ich damit sagen will: So ein Schutz muss vorhanden sein. Entweder bei manchen kann man den schon so wegklappen, aber das Sägeblatt sollte wirklich über die Hälfte, also der Achshöhe, abgedeckt sein, damit da nichts passiert. Allein schon wegen der Schraube, auch wenn die sich dreht und ich würde da rankommen, würde ich mich verletzen. Es müssen ja nicht immer nur die Zähne sein, die sehr gefräßig sind, sondern auch alle anderen drehenden Teile. Und das könnte in diesem Fall also auch die Mutter sein, ja? Auch da könnte ich mich dran verletzen und darum sollte sowas alles abgedeckt sein, mit weiteren Abdeckung. Was ist noch wichtig? Also wir sehen hier wieder die rote Abdeckung. Ich habe bloß den Tisch einmal in die andere Seite, auf die andere Seite geschoben, dass hier auswechselbare Stücke sind. Ob es jetzt Alu ist oder Holz, wie in diesem Fall, so dass ich hier mit Schrauben lösen diese Teile austauschen kann, wenn die so wie in diesem Fall schon stark in Mitleidenschaft gezogen sind, sollte man die mal Bedarf austauschen, damit hier oben, also hier, ein nicht zu großes Loch entsteht, wo kleine Stücke mit reingerissen werden können. Darum sollte man in der Lage sein, diese Stücke, die man hier hat, austauschen zu können. Das sollte auch dementsprechend gemacht werden, damit das halt nicht so ausgefranst aussieht wie bei mir, muss ich gestehen. Ist gerade noch grenzwertig, würde ich sagen, aber es sollte auch mal wirklich erneuert werden. So dass man hier wieder einen sehr dünnen Spalt hat, so wie hier. Ich zeige es euch mal, ich hole euch mal ein bisschen näher ran. So, ihr seht. Da hat man einen dünnen Spalt. Natürlich muss es hier ein bisschen breiter werden, weil das Sägeblatt hier läuft. Aber das hier, das sollte, wenn möglich, so weit wie möglich am Sägeblatt auch schön dünn sein, so dass da nicht irgendwelche Stücke beim Schneiden, ich möchte es mal so demonstrieren, wenn ich jetzt hier was schneide,
mir da reinfallen kann. Ja? So wie hier würde es nicht passen, da passt der Zollstock nicht zwischen. So sollte es ziemlich nah bis zum Sägeblatthals sein. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall, da müsste ich selbst mal dran arbeiten, aber ihr wisst, was ich meine. Und natürlich auch hinter dem Sägeblatt sollte es dann schmal weitergehen und nicht so groß, also das hier ist noch okay. Also auch hier sollte nicht zu großer Abstand sein, sonst können auch kleine Leisten, die man schneidet, hier auch reinfallen, hochkommen, ins Sägeblatt kommen und irgendwelche Rückschläge verursachen. Ja? Also das hier sollte wirklich so klein wie möglich sein, also sehr ausrissfrei. Also das ist hier ein schlechtes Beispiel, aber wir lernen da ja durch. Hier habe ich jetzt schon einen Schlitz von breitestem Maß 1 cm und da geht schon eine Menge durch so einen Zentimeter. Hier habe ich ein Spaltmaß von 2 mm am Tisch. Ja, das sollte da vorne genauso aussehen, um einfach Stücke, die hochgerissen werden, nicht da reinfallen. Ja. Gut. So sollte es sein. Hier ein Beispiel, wie es nicht sein sollte. Oder wie es besser sein könnte, sagen wir so. Zusätzlich sind natürlich noch viele Anbauteile da, die für die Sicherheit zuständig sind, wenn man an so einer Formatkreissäge arbeitet. Was wir jetzt besprochen haben, ist eigentlich nur die Grundmaschine. Das heißt, wir haben eine vernünftige Staubhaube oder Spanhaube, aufgesetzt auf dem Spaltkeil oder hier von oben geführt. Von oben geführt ist natürlich deutlich besser. Dann haben wir den Anschlag, den Parallelanschlag, der eine gewisse Festigkeit vorweisen sollte, aber auch zurückziehbar sein. Denkt nochmal an die 45-Grad-Linie und wegen dem Einklemmen hinter dem Schnitt. Ja, hinter dem Schnitt, nicht hinter dem Sägeblatt, hinter dem Schnitt. Und der Schnitt passiert vorne am Sägeblatt. Ja, darum geht man hier von der 45 Grad auch von dem vorderen Sägeschnitt aus, ja, von dem vorderen Beginn des Sägeblattes und nicht mittig von dem Sägeblatt, sondern vorne, weil da schneiden wir, hinten nicht. Darum müssen wir ab vorne 45 Grad rüber unsere Linie haben, wo wir den Anschlag anpassen mit unserer Länge. Ja, das sind die reinen Sicherheitsmaßnahmen an der Maschine. Ja, wir haben einen vernünftigen Anschlag, Schiebeschlitten und wir haben hier unseren Spanraum abgedeckt, hier rot gekennzeichnet die Kappe. Wir haben einen Spaltkeil, wir haben natürlich das richtige Sägeblatt auf der Säge, nicht zu groß, als es der Hersteller angibt. Das ist auch ganz wichtig, wir haben die richtige Geschwindigkeit gewählt fürs Sägeblatt. So, dass wir da auch nichts zu befürchten haben. Und schon haben wir einen sehr großen Sicherheitsaspekt an der Kreissäge bzw. Formatkreissäge schon sichergestellt. Zusätzlich natürlich kommen noch viele andere Dinge dazu, die man einfach haben sollte, wenn man an so einer Kreissäge arbeitet. Vor Jahren ist Fritz und Franz dazu gekommen. Fritz und Franz besteht aus zwei Teilen, und zwar hier vorne ein montiertes festes Stück, was am besten im rechten Winkel zum Sägeblatt montiert wird, dabei eine dicke feste Dichtung hat, so dass man hier Hölzer zwischen einklemmen kann. Ich zeige es euch gleich genauer. Und dann das Gegenstück, das ist dieses hier. Das ist das Gegenstück zu dem. Auch hier haben wir eine grüne feste Dichtung, konnte man damals bei der dementsprechenden Handwerkskammer bestellen für den Nachbau von Fritz und Franz. Fritz und Franz arbeiten also zusammen. So, wird halt natürlich auch nur an Maschinen möglich sein, an Formatkreissägen, die hier Führungsschienen haben. Ja, da ist Fritz und Franz. Aufgabe von Fritz und Franz ist jetzt beim Schneiden, ein gewisses Stück Holz zu sichern, ja, so dass wir es sauber an der Kreissäge vorbeischieben können. Ich zeige es euch. Wir nehmen jetzt mal dieses Stück Holz. Hier habe ich ein Stück Holz, was ich jetzt am Anschlag schneiden möchte. Hier läuft es sogar keilig zu, also spätestens hier hinten wäre für mich wieder Gefahrenpotenzial gegeben. Und somit kann ich jetzt beim Schneiden mit Fritz und Franz sicher dieses Stück
hier am Anschlag führen und fixiere es jetzt hier und kann somit jetzt einen sauberen Schnitt durchführen. Ich lege das mal ein bisschen rüber. Also ich klemme das Stück Holz ein und kann es jetzt hier sauber am Sägeblatt vorbeischieben und mit dieser Klemmfunktion sorge ich halt dieses Stück Holz sicher dran vorbeischieben kann. Wo kommt diese andere Hand hin? Die andere Hand soll am besten hier anliegen, dort soll sie sein, hier andrücken und schieben. Ja? So sollte das Ganze aussehen. Natürlich die Haube auf dem entsprechenden Werkstück dicke eingestellt und dann sollte man Holz fixieren und so schneiden. Ja, dafür ist Fritz und Franz da. Ein sehr gutes Hilfsmittel an einer Formatkreissäge, um sicher schneiden zu können, um halt auch kleine Teile hier einzuklemmen. Ein Stück Maranti zum Besäumen fixieren zum Beispiel. Und ich habe mein Stück Holz damit dementsprechend sauber fixiert und kann es jetzt besäumen oder schneiden oder noch kleinere Werkstücke natürlich auch sicher schneiden. Wenn ich Fritz und Franz auch noch genau rechtwinklig zum Sägeblatt auf den Tisch montiere, kann ich es zur Not sogar auch als rechtwinkligen Anschlag nutzen und somit auch Werkstücke rechtwinklig schneiden. Ja, Fritz und Franz, einer der wichtigsten Bestandteile an der Formatkreissäge. Alle zusätzlichen Materialien, die der Sicherheit dienen oder die man an der Maschine benutzen sollte, sollten auch immer in der Nähe von der Maschine montiert sein. Das heißt, Fritz und Franz, das Gegenstück habe ich zumindest hier, das andere ist immer fest an meinen Tisch montiert, muss aber nicht, das kann ich dann halt auch an meinen Queranschlag legen, um so mit Fritz und Franz arbeiten zu können. Ich habe Fritz oder Franz, wie auch immer das sein mag, da fest montiert und das Gegenstück hängt hier, sodass ich beim Schneiden schnell darauf zurückgreifen kann und es dann auch benutzen kann. So sollte es sein. Gut, Fritz und Franz ist eine Sache. Kommen wir natürlich zu weiteren Hilfsmitteln, die meiner Sicherheit dienen, um mich nicht zu verletzen beim Benutzen der Formatkreissäge. Schiebestöcke natürlich en masse, kann man nie genug haben, habe ich hier natürlich hängen, aber das ist jetzt nicht der Schiebestab, den ich nehme. Führungsholz, wie auch immer, beim Schneiden meiner hängt direkt hier an der Sache selbst, um schnell drauf zugreifen zu können, liegt er hier und nicht nach da. Der Weg könnte dann mal zu lang sein. Was gibt es noch für Schiebestöcke? Ich habe da noch zwei weitere hängen, die habe ich von dem Ralf Schröder geschenkt bekommen. Der hat sich mal Gedanken gemacht. Und zwar gibt es einen Schiebestock, wo ich Druck aufüben kann und das Werkstück auch auf dieser Seite sicher führen kann. Ja. Hat er ganz praktisch gemacht, hier einen Sägegriff genommen von der Holz, von der Handsäge, hat da eine Leiste drunter geschraubt und hat diese jetzt schaut mal nach, mit, wie heißt es noch so schön, es gibt für Socken, Stoppersockenflüssigkeit, da kann man also auf jede normale Socke diese Tropfen drauf machen und die hat er hier drauf geträufelt und ich muss sagen, die halten wie Sau und somit hat er mit dieser Stoppersockenflüssigkeit oder Gummimasse eigentlich einen schönen Schiebestock gebaut, um nochmal einen sicheren Halt beim Schneiden zu haben. Geht natürlich auch an der Abrichte. Dann habe ich noch hier einen etwas breiteren liegen, hängen, auch von dem Schröder natürlich. Der ist jetzt in der Breite etwas breiter. Hier hat er also diese Stoppersockenflüssigkeit nochmal längs drauf gemacht, um hier einen größeren breiteren Andruckbereich zu haben. Auch sehr praktisch, hängt natürlich auch hier bei mir an der Kreissäge, so dass ich schnell mal von einem Schiebestock oder einem Hilfsmittel zum nächsten wechseln kann, ohne erst das Werkstück vielleicht loslassen zu müssen, um irgendwo quer durch die Werkstatt zu laufen und mir das da zu besorgen. Dies hier ist so der typische, ich möchte es mal ganz salopp sagen, deutsche Schiebestock. Ja, Schiebestock. Man kennt ihn halt auch in Plastik. Er sollte an jeder Maschine hängen, die irgendwie Holz
abschneidet. Hier habe ich das von der Bandsäge, also dasselbe. Ja, das ist so der Führungsstock, Stab, wie auch immer. Opferholz nennt es auch einige. Ja. Die Amerikaner haben eher einen anderen Style, einen anderen Schiebestock. Ich zeige ihn euch. Das ist eher diese Variante, wird auch von vielen nachgebaut, weil sie mit dem sehr gut zurechtkommen. Und das ist dieses Modell. Ja, hier hat man eine kleine Kante. Man kann also somit hier ein Stück Holz anlegen und schiebt. Das ist gar nicht mal so dumm. Ich werde es noch mal begründen, warum. Wenn ich jetzt hier ein Brett schneiden möchte, ich zeige es euch mal. Und ich mit meinem deutschen Schiebestock, möchte ich ihn mal nennen, hier sorge ich ja auch dafür, mit dieser Spitze, dass das Werkstück nicht hochfliegt. Ja? Ja? Hier habe ich natürlich nur so ein kleines Stück, ja? Was dafür sorgt, wenn die hinteren Zähne das zu packen bekommen, mir hochdrücken wollen, dass ich mit dem Schiebestock die Möglichkeit habe, da ein bisschen Gegendruck aufzubauen. Das habe ich bei dem amerikanischen Stil natürlich viel besser, weil diese ganze Fläche aufliegt und nur hier eine kleine Kante ist. Wenn jetzt der hintere Zahn das anheben will, habe ich natürlich viel mehr Gewalt, dagegen zu drücken. Ja? Auch diese Variante gibt es. Ist in dem Moment besser, wenn der hintere Zahn das Stück Holz jetzt wieder hochreißen möchte, dass ich da mehr Druck aufbringen kann, weil der Arm natürlich viel länger ist als bei den üblichen. Ja, das ist, glaube ich, eindeutig zu erkennen, warum diese Variante von der Sicht etwas besser ist. Ja? Auch diese Variante gibt es natürlich auch. Alles okay, wenn ihr sie benutzt. Wichtig ist nur, ihr benutzt irgendwelche Hilfsmittel. Und das muss man sich immer wieder gegenwärtigen. Warum benutze ich ein Schiebeholz oder einen Schiebestock? Um natürlich erstens der Gefahr aus dem Weg zu gehen, bei schmalen Schnitten meine Finger zu riskieren und natürlich auch das Hochreißen dieses Stück Holz am aufsteigenden Zahn runterdrücken zu können. Ja, von daher macht natürlich auch so ein Schiebestock oder Schiebehilfe natürlich Sinn. Kann man fertig kaufen, wie ihr seht, kann man sich aus Holz aber auch selber machen und nehmt irgendeine, ihr müsst halt nur welche benutzen. Ab wann soll man eine Führungshilfe oder einen Schiebestock benutzen? Wenn man natürlich hier sehr knappe Hölzer schneidet, wo sitzt hier der Bereich? Der liegt bei 120 mm, das heißt ab 12 cm, ab 12 cm Schnittbreite soll man hier nur noch mit einem Schiebestock arbeiten. Das heißt, man soll hier nicht mit den Fingern noch lang wuscheln, obwohl hier eigentlich noch Platz genug ist, um das zu machen. Alleine vom Maltkreissäge, hier seht ihr das Problem schon, was wir bei einer normalen Kreissäge nicht hätten, weil wir dahinter stehen, soll ab 120 mm mit einem Schiebestock gearbeitet werden oder einem Schiebeholz. Also das müsste ich jetzt so schneiden. Natürlich Sturmhaube sage ich schon. Die Haube auch nach unten und ab 120 mm auf der Schnittseite soll ich nicht mehr mit der Hand das Holz führen, sondern mit einer Schiebehilfe. Ja? Gut, also 120 mm ist hier das ausschlaggebende Maß. So wäre es dann korrekt und die Gefahr ist gebannt hinsichtlich Verletzung der Finger. Ja, wer denkt sich das Ganze aus, die BG? Ich zeige es euch mal ganz kurz im Internet. Und auf diesen Tafeln steht es halt so, wie ich es euch jetzt gerade erzählt habe. So, hier haben wir es. Ja, 120 mm. Das wäre also jetzt die Seite und da oben könnt ihr sehen, da ist der Bereich mit 120 mm gekennzeichnet, wo man halt nicht mehr mit den Fingern arbeiten sollte. Ja, 120 mm. Ab dann Nutzen eines Schiebeholzes oder Schiebestück oder Opferholz oder wie auch immer ihr es nennen wollt. So wäre es dann korrekt.
Hier sieht man nochmal die 45 Grad Marke, die ich gerade gezeigt habe. Da ist hier auch einmarkiert, wie der Anschlag zurückzuziehen ist. Also es ist kein Gedanke von mir, es ist in der Tat wirklich so, dass man da den Anschlag zurückziehen soll. Da nochmal im dritten Bild zu sehen, also da das mit dem Spaltkeil, welche Maße da eingehalten werden sollen und wie man das Ganze dann machen soll. Im ersten Bild ist nochmal zu sehen, dass die Staubhaube, also die Spanhaube, wirklich runtergezogen werden soll bis aufs Werkstück. Dass es da also auch nicht dazu kommt, dass einem Späne ins Gesicht fliegt. Darüber hinaus sorgt auch die Spanhaube, wenn sie aufs Werkstück aufliegt und es hochkommt, dass es nicht hochschlagen kann und die Spanhaube auch da das Werkstück nach unten drückt. Ja, Schieberholz haben wir geklärt und jetzt Fritz und Franz haben wir geklärt, haben uns angeguckt. Jetzt gucken wir uns nochmal was anderes an, was zur Kreissäge gehört. Und zwar, wenn wir besäumen, das heißt, besäumen heißt in der Fachsprache, wir schneiden die Rinde ab. Ja? Wir wollen besäumen. Für das Besäumen eines Stück Holzes, sagen wir mal, hier haben wir so ein Stück Holz, natürlich viel zu kurz, aber um zu verstehen, was besäumen heißt, besäumen, wir haben hier die Rinde und die muss ab. Ja? Die müssen wir erstmal abschneiden. Umso länger das Stück Holz ist, umso eher kommt mir natürlich mein Schiebeschlitten zugute. Und ich kann anhand des Schiebeschlittens, wenn ich da dran vorbei peile, ich mache die Haube hoch, natürlich super besäumen. Das kann ich mit Fritz und Franz machen, soll man aber nicht. Warum? Weil Fritz und Franz nicht dafür sorgt, dass mir beim Schneiden, die Bohle kann ja auch ein wenig rund sein, ja. Und wenn ich jetzt hier hinten auf die Bohle drücke und sie ist rund, kann es sein, dass der Fritz oder Franz nicht mehr ausreicht, um das Holz zu halten und drüber wegrutscht. Dafür gibt es einen sogenannten Klemmschuh. Der Klemmschuh ist also dann zu benutzen, wenn man Hölzer besäumen möchte. Der ist eigentlich ganz einfach selbst zu machen. Zu meiner Maschine gab es keinen Klemmschuh, darum habe ich mir selbst einen gemacht. Im Prinzip ist es ein Stück Metall, was so nach oben gebogen ist. Ich zeige es euch. Ich habe das Ganze aus Holz, hier hängt er schon. So sieht das Ganze aus, mein sogenannter Klemmschuh. Diesen Klemmschuh kann ich hier hinten in die Schiene einführen, nach hinten durchschieben und hier vor Fritz, möchte ich mal sagen, fixieren. Ja? So, jetzt habe ich hier den sogenannten Klemmschuh montiert und ihr seht schon, was seine Aufgabe ist. Er klemmt also mir das Stück Holz auf die Platte fest. Wenn ich jetzt wieder mein besäumtes Stück Holz nehme oder was ich besäumen möchte, ich nehme mal dieses hier, ist jetzt klar zu erkennen, was seine Aufgabe ist. Dies hier wäre zum Beispiel der Fall. So, was hat die was ist die Aufgabe von dem Klemmschuh? Wie ich gerade gesagt habe, wenn das Holz rund ist, dies hier, ja, und die Bohle ist jetzt 2,50 Meter lang, könnte es sein, dass sie so rund ist, dass sie über den Fritz hinweg geht und ich da Gefahr laufe, dass das Holz da vorne führungslos ist. Dafür ist der Klemmschuh da. Der Klemmschuh soll also jetzt die Aufgabe übernehmen, mir das Stück Holz hier festzuklemmen. Ja? Klemmschuh. Das ist seine Aufgabe, so dass es beim Schneiden, beim Besäumen festgeklemmt wird, nach unten gedrückt wird. Und somit kann ich dann in Ruhe den Besäumungsschnitt vollziehen. Kann hier hinten natürlich wieder Stück nehmen und kann jetzt hier ohne Probleme mit dem Klemmschuh dieses Stück Holz besäumen. Ja? Es wird also hier festgeklemmt, kann nicht nach oben wegschlagen und dafür ist also der sogenannte Klemmschuh verantwortlich. Kann man schnell selbst bauen, wie ihr seht, Stück Holz, ein bisschen ausklinken, so dass wir ihn hier in der Führung führen können. Mit einem einfachen Stück Blech. Ich zeige es euch, wie ich es gemacht habe. Da ist es. Dieses Blech läuft also in dieser eckigen Führung.
und hier oben kann ich es mit einer Schraube halt fest fixieren. Der Klemmschub, einer der wichtigsten Teile an der Kreissäge, wenn es um Besäumen geht. Ja? Wenn es ums Besäumen geht, nehmt bitte einen Klemmschub. Selbstgemacht oder nicht, da reicht Fritz und Franz nicht mehr aus. Wie gesagt, die Bohle könnte rund sein und vorne springt das über den Fritz weg und es ist dann vorne führungslos. Der sogenannte Klemmschub. Dann gibt es noch viele andere Möglichkeiten, um aufwendige Schnitte zu machen. In Gradzahlen und sämtlichen Dingen habe ich mir hier auch montiert. Bei den neuen Kreissägen ist das alles fest mit dabei. Aber ich habe mir hier vorne für aufwendige Schnitte, die vielleicht nicht ganz gerade laufen, eine Fixierung gebaut. Ganz einfach eigentlich. Die kann ich hier vorne auf meinem Fritz draufstecken. So. Und kann jetzt auch hier so kleine Werkstücke damit sicher fixieren, so dass ich dann damit schneiden kann. Ja? Bei den neuen Kreissägen alles mit dabei, um einfach auch so kleine Werkstücke schneiden zu können, um sie auch sauber fixieren zu können, so dass die Finger wieder außerhalb des Gefahrenbereichs sich befinden. Ist sowas immer ganz praktisch. Kann man sicherlich auch mit diesen Klemmen Zwingen machen, die man seit neuestem auf diese Lochplatten stecken kann. Wenn man hier das richtige 20er Loch bohrt, kann man auch so sich da selbst was bauen. Ja, das so im Groben oder nicht im Groben schon sehr detailliert besprochen, was man bei der Formatkreissäge beachten sollte, um sicher damit zu arbeiten. Natürlich gehört wie immer auch sich dabei einen Gehörschutz zu tragen. Auch das ist wieder abhängig vom Sägeblatt. Ein normales Sägeblatt macht natürlich viel mehr Dezibel als ein Sägeblatt, was ganz anders ist. Es gibt, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, es gibt ein ganz leises Sägeblatt, das hört man fast nicht, hat aber auch so gut wie keine Zähne, sondern schneidet nach einem anderen Prinzip. Da könnte man den Gehörschutz weglassen, aber was macht der Gehörschutz schon? Er tut ja nichts, außer mein Gehör zu schützen und von daher macht es Sinn, den auch zu tragen. Kommen wir nochmal ganz kurz zum Thema Absaugung. Auch Thema Absaugung ist an der Kreissäge ein wichtiges Thema. Wenn wir nicht richtig absaugen, dann haben wir das Problem, dass sich unten, was wir gerade gesehen haben, hier die Span Höhle möchte ich es nennen, irgendwann zusetzt und die Kreissäge durch ihre Kreisbewegung mir die Späne, die da drin ist, nach oben hochschleudert. Ja? Somit ist also auch die Absaugung an einer Formatkreissäge bzw. Kreissäge sehr wichtig. Natürlich sollte auch die Spanhaube abgesaugt werden, weil wenn Späne hochgewirbelt wird von dem hochkommenden Zahn, kann sie gleich abgesaugt werden und hat somit kein Gefahrenpotenzial mehr für euch, also hinsichtlich Flug ins Auge. Und natürlich, das Schnittbild ist immer deutlich besser, wenn die Späne gleich abgesaugt wird. Ihr habt es nicht auf dem Schiebeschlitten liegen, somit beim nächsten Anlegen eines Stück Holzes müsst ihr nicht immer alles wegpusten, damit das alles rechtwinklig liegt. Also hat auch hier die Absaugung der Formatkreissäge oder Kreissäge großen Einfluss auf die Qualität des Schneidens und auf eure Sicherheit sozusagen. Ja. Viel Späne auf so einem Tisch sorgt auch dafür, dass das Holz wieder nicht sicher liegt, nicht sicher auf dem Alutisch aufliegt und leicht verschiebbar ist. Darum ist auch die Absaugung nicht unwichtig hinsichtlich der Sicherheit. Ja, ich glaube, so habe ich wieder alle sicheren Dinge besprochen an der Formatkreissäge. Wenn ihr diese Dinge schon befolgt, also Fritz und Franz habt, seid ihr schon sehr gut. Wenn ihr dann noch einen Klemmschuh habt beim Besäumen, seid ihr schon top. Ja? Wenn ihr dann noch daran denkt, bei einem Abstand oder einem Maß von 120 mm nicht mehr mit der Hand da durchzuschieben, sondern ein Schiebewerkzeug benutzt, also unseren klassischen Schiebestock, beziehungsweise die anderen, die ich hier unten hatte, oder diesen hier, dann verhaltet ihr euch richtig perfekt und reduziert natürlich somit mit eurem Verhalten gleichzeitig das Gefahrenpotenzial
euren Fingern gegenüber oder euch selber natürlich. Und das sollte man doch in Angriff nehmen. Fritz und Franz kann man selber bauen. Den Klemmschuh kann man selber bauen. So einen Schiebestock kann man selber bauen. Das ist jetzt also nichts, was richtig Geld kostet, wo man richtig investieren muss, um sicher arbeiten zu können. Das sind alles Pfennigartikel, Stück Holz hat jeder rumliegen. Diese Dichtungen kann man vielleicht auch im Gegensatz austauschen zu irgendeiner anderen Dichtung, wenn man da jetzt nicht rankommt. Vielleicht kann man auch Fritz und Franz so gestalten wie ein Klemmschuh, also vielleicht so ein bisschen abfallen, damit man auch eine kleine Klemmwirkung hat. Oder was auch geht, wenn man es benutzen möchte, hier kleine Nägel reinschlägt, wo die Spitze nur noch rausguckt. Und wenn ich die Spitze ins Holz haue, das Holz auch fixiert ist. Ja, das wird natürlich auch gehen, bloß jedes Mal, wenn ihr mit einem vernünftigen Stück Holz, wo man nachher was von sieht, mit diesen Spitzen da reinhackt, macht das wieder keinen Sinn. Da ist diese Gummidichtung, die wirklich diese Klemmfunktion hat, besser. Mein Klemmschuh. Hab ich wohl nicht richtig aufgehangen. Gut. Ja, das sind so die Dinge, die an einer Formatkreissäge beachtet werden sollen. Was natürlich noch dazu kommt und natürlich auch wichtig ist, dass ihr ein vernünftiges, scharfes Sägeblatt habt und nicht so lange rumjölt damit, bis es wirklich hinten nur noch qualmt. Tauscht es früh genug aus, weil umso stumpfer es ist, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Holz anfängt zu flattern und nicht mehr sauber aufliegt, ja, weil der Schnitt einfach nicht mehr sauber ist. Dann natürlich auch, dass es von dem aufsteigenden Ast mit hochgerissen wird, ist natürlich die Gefahr etwas größer. Und worauf solltet ihr noch achten? Allgemein die Pflege der Maschine natürlich. Ja. Seht zu, dass die Oberflächen immer schön irgendwie gleittechnisch gut gepflegt sind. Ob ihr da jetzt dieses, wie heißt es noch, Silbergleit auftragt oder sowas, habt ihr weniger Gegendruck beim Schneiden, was eure Sicherheit natürlich wieder ein bisschen fördert, muss man auch so sagen. Natürlich, wenn ich wie so ein Verrückter da stehe und ich muss auch noch drücken wie ein Ochse, weil meine Flächen nicht schön sind. Und ich kann die Gefahr natürlich größer sein, dass ich durch diesen vermehrten Druck, den ich aufbringen muss, abrutsche und mich dabei verletze. Ihr solltet immer einen sicheren Stand haben an jeder Säge oder an jeder Maschine. Wenn ihr jetzt einen glatten Fußboden in der Werkstatt habt, von mir aus OSB und den auch noch pinselt, so dass der richtig glatt ist, nur weil es schön aussehen muss bei euch in der Werkstatt, könnt ihr den ein bisschen abstumpfen, indem ihr Leim nimmt und dort Vogelsand reinstreut. Vogelsand in den Leim und den Leim dann aufrollt auf dem Boden. So habt ihr durch den Vogelsand eine abgestoppte, ja, wie Schleifpapier Fußboden. Nachteil ist, das hält nicht sehr lange. Müsst ihr alle 2-3 Jahre dann mal wieder nachpinseln, weil ihr auch den Vogelsand irgendwann ablauft. Ja? Aber das ist auch wichtig, dass ihr einen vernünftigen Stand an der Säge oder an den Maschinen habt und sicher steht. Ja? Natürlich sollt auch nicht, wie man es immer wieder seht, mit Holzklocks oder diesen Gummilatschen an Maschinen stehen. Wenn ihr an Maschinen arbeitet, gehört natürlich auch dazu eine vernünftige Arbeitsbekleidung, also auch Schuhe mit Stahlkappe und mit rutschsicherer Sohle. Diese ganzen Dinge tragen einfach zu eurer Sicherheit dabei, um halt auch wieder gesund aus der Werkstatt gehen zu können. Ja? Auch so ein Stück Holz kann mal von 2 Meter oder von 2 Meter Länge runterfallen. Wenn es euch auf den Fuß fällt, tut das weh. Bis zu Frakturen sind da möglich, also Brüche an den kleinen Zehen, Mittelfußfraktur, das muss operiert werden. Und das nur, weil ihr damit so Gummilatschen in der Werkstatt steht. Das muss nicht sein. Also ihr solltet schon ein vernünftiges Schuhwerk tragen. Ja, auch das gehört mit zur Sicherheit an so einer Kreissäge. Und was natürlich auch nicht sein darf, sind lange Haare, die offen sind. Also alle Frauen, die an den Sägen arbeiten oder an Maschinen, bindet euch die Haare zusammen, setzt eine Mütze auf zur Not, so dass die Haare nicht in die laufende Maschine kommt. Jetzt mein Aspekt, nur mein persönlicher Aspekt, sage ich dazu, Handschuhe gehören auch nicht an die Kreissäge. Das tut mir leid, dass ich das sagen muss. Handschuhe gehören für mich nicht an die Kreissäge. Auch da, wenn der Handschuh von der Kreissäge gefasst wird, wird so ein Handschuh
eher in die Kreissäge gezogen als nur mein Finger. Ja? Also kann es die Verletzung verschlimmern. Lest da bitte nach. Es gibt eine Anleitung, wo drin steht, hier keine Handschuhe tragen. Dasselbe zählt auch bei der Abrichte. Auch wenn ihr meint, ihr müsst Handschuhe tragen, kriegt diese Säge, also die Abrichte oder die Säge, den Handschuh zu fassen. Das ist ja wie, ich ziehe immer mehr. Die einzelnen Baumwollfasern werden vom Zahn eher gepackt und ihr werdet weiter in die Kreissäge gezogen, als wenn ihr bloß euren Finger habt, ja. Also denkt dran, Handschuhe tragen ja oder nein ist ein Streitthema. Für mich gehört es ganz klar nicht an drehende Maschinen und somit also auch nicht an die Kreissäge. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Wo man gerne drüber reden kann, ist, ob man an der Kreissäge eine Schutzbrille trägt. Ja, da kann man gerne drum streiten. Macht Sinn, wegen hochfliegender Späne natürlich. Ganz klar. Ich habe es nie gelernt damit. Ich finde das Ding nervig und darum ist es für mich nicht vom Vorteil. Drüber hinaus, und ich will es deswegen nicht schlecht reden, wenn ihr dann noch einige Stunden, wenn ihr natürlich bloß privat ein bisschen bastelt, kann man gerne Schutzbrille tragen. Dann kommen hier noch die Mickey-Mäuse drauf. Erstens sind die Mickey-Mäuse nicht mehr so sinnvoll, weil durch den Bügel wird der Abfluss zum Ohr verringert, ja. Das merken wahrscheinlich auch Brillenträger. Gut, das soll jetzt keine Ausrede sein, nicht diese blöde Brille zu tragen. Es gibt ja auch, wie wir sie alle kennen und ich auch gerne benutze, hier diese Ohrstöpsel. Somit kann man natürlich auch ohne Probleme die Brille weitertragen. Wie gesagt, die Brille muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde sie meistens nur sehr lästig. Ihr kennt es selbst, ihr arbeitet in einer warmen Werkstatt, ihr fangt an zu schwitzen, das dumme Ding beschlägt. Und von daher finde ich so eine Brille in manchen Teilen, auch gerade an der Kreissäge, wieder nur nachteilig zur Sicherheit. Wenn das Ding auf einmal beschlägt, sehe ich nicht mehr, wo meine Finger sind. Ja? Aber gut, wie gesagt, hier ist ein Streitthema, da will ich mich aber nicht drum streiten. Ich trage sie nicht an keiner Maschine, außer wenn ich mit der Flex arbeite oder mit meinem neuen Freund der Drechselbank. Da habe ich auf jeden Fall eine Schutzbrille auf. Das gehört einfach dazu. Oder wenn ich mein Werkzeug schärfe, wo also auch Späne, Metallspäne, glühende Metallspäne fliegt, gehört die Brille definitiv auf den Kopf. Genauso, wenn ich draußen Kantenmäher benutze, gehört so ein Ding auf den Schädel. Alleine schon des Steinfluges, aber an der Formatkreissäge möchte ich für mich, nur für mich, bevor wieder alle durchdrehen, sagen, gehört sie nicht hin. Wie gesagt, das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann nochmal schnell gucken, was die BG zur Schutzbrille an der Kreissäge sagt, wenn sie sich dazu äußern. Nein, sie äußern sich nicht dazu. Der Kollege, der aber hier zu sehen ist und halt den dementsprechenden Umgang mit der Kreissäge demonstriert, trägt keine Brille. Was nicht heißen soll, dass es falsch ist. Ja, wie gesagt, das soll es gewesen sein. Ein Video über das richtige Arbeiten an einer Formatkreissäge, wohl bemerkt. Ich muss ein bisschen lauter sprechen wegen dem Kompressor. Und die ganzen Zusätze, die ich euch erzählt habe, haben natürlich einen Sinn. Auch ihr werdet sie wiederfinden an diesem Plakat von der BG. Was noch sinnvoll ist, was ich selber aber auch nicht habe und auch nicht benutze, weil ich es noch nie gebraucht habe. Wir warten mal kurz. Ist ein sogenanntes Abführholz, möchte ich es nennen. Ich glaube, es heißt so.
Und zwar soll man das dann einsetzen, wenn man kleinere Stücke schneidet oder öfter was ablenkt, soll man ein Stück Holz anbringen, was hier natürlich, ich schneide es mal eben so. So soll es aussehen, also ziemlich spitz geschnitten. Und wofür soll es sein, wenn man jetzt längere Zeit kleinere Abschnitte schneidet, soll das Stück Holz so anliegen. Ich nehme noch mal kurz in die Hand. So. So soll es dann da dran liegen. Und wenn ich jetzt mehrere Abschnitte hier habe, die sich dann hier später sammeln, damit die nicht vom aufsteigenden Zahn erfasst werden, sollen die hier abgeführt werden an dieser Leiste. Ja? Dafür soll diese Leiste sein, eine Abführleiste. Das heißt, alles, was ich hier schneide und die Stücke, die sich hier sammeln und irgendwann natürlich immer mehr werden und sich hier aufschieben, nicht vom hinteren Zahn, aufsteigenden Zahn erfasst werden, soll diese Leiste das verhindern und sozusagen abführen. Ja, das wäre dann noch so ein zusätzliches Teil. Wenn ihr das auch noch habt, seid ihr perfekt. Ja, was einfach dafür sorgt, ich zeige es nochmal von hier. Da könnt ihr sehen, wenn sich jetzt hier wirklich Hölzer ansammeln, durchschneiden, sollen die hier abgeführt werden, so dass sie vom hinteren aufsteigenden Zahn nicht mehr erfasst wird. Ja, ich glaube, nun habe ich aber alles euch so erklärt, was beim Umgang mit der Formatkreissäge bzw. Kreissäge wichtig ist. Und dann bleibt mir nur noch eins übrig zu sagen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg an eurer Formatkreissäge bzw. Kreissäge. Ich hoffe, dieses Video war für einige wieder ein wenig aufschlussreif, um zu gucken, aha, da muss ich noch was machen oder oh, da könnte ich mir nochmal eine kleine Vorrichtung für bauen, um da sicherer zu arbeiten. Jetzt beschlägt die Brille schon wieder und das wird mich ja schon wieder nerven. Ja, egal. Gut. Was bleibt mir weiteres zu sagen? Ich sage nur noch eins, abschalten und bis zum nächsten Mal wieder aus meiner Werkstatt. Tschüss.